Am Samstag, am 22. Dezember, stand das letzte Heimspiel des Jahres für die Spreefüchse Berlin an. Klar wollte man kurz vor Weihnachten nochmal zu Hause punkten können, doch man empfing ausgerechnet den Tabellenführer und Favoriten, die Kurpfalzbären aus Kitsch. Die Gastgeber starteten in den ersten Minuten stark, man ging mehrfach in Führung, konnte sich jedoch nicht von den Gästen absetzen. Nach dem Zwischenstand von 4:4 waren es wenig später die Kurpfalzbären, die das Spiel bestimmten. First 10 minutes playing with the head and everything, but then we do one or two mistakes, they fast break and then suddenly the game is by 4 and we need to take some risks to try to go after it. Die Gäste nutzten diese riskanteren Spielzüge der Spreefüchse konsequent aus und konnten mehrere Tore hintereinander erzielen. Doch noch besser stand man in der Defensive, nur wenige Torchancen für die Spreefüchse. So konnten die Gäste ihre Führung nach 20 Minuten auf 12:5 ausbauen. So today we faced one of the best defenses in the championship. They used 3-1. Actually, they used 3-1 in one side and 5-1 in the other against us. And that creates a lot of problems for all the teams in this league. Auch eine schöne Parade mit dem Halbzeitpfiff änderte nichts am eindeutigen Halbzeitstand von 8:15 aus Sicht der Gastgeberinnen. When we went to the halftime losing by 7 or 8 goals, and that will be really hard for the second half to go after it. So in the second half we just basically tried everything, 7 against 6, different systems that we use. In der zweiten Halbzeit änderte sich eigentlich nicht viel. Die Defensive der Gäste stand weiterhin sehr gut und man konnte immer wieder Torerfolge durch schnelles Umschaltspiel verbuchen. Die Spreefüchse versuchten zwar durch einige Tore den Rückstand zu verringern, die Kurpfalzbären ließen den Hauptschiedlerinnen jedoch keine Chance auf ein Comeback. They were just controlling the game, rotating the team, having the energy up. And they played a really, really good game in defense, and that created so many problems. And from their 30 goals, probably around 12 are fast breaks, and that says everything about the game. Am Ende stand es klar und deutlich 18:30 für die Kurpfalzbären, die somit Tabellenführer bleiben und mit einem Sieg nach Hause fahren können. Weniger glücklich ist der Jahresabschluss für die Damen der Spreefüchse. Sie mussten hiermit die dritte Niederlage in Folge wegstecken, ehe sie am 5.1. als Gäste in Wuppertal wieder punkten können.